Servus, so, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Die Replay Challenge Kalenderwoche 45 steht an und wir fahren mit Eastside 75 vom Clan 507 in seinem E25. Deutscher Panzer Stufe 7, Bremenfahrzeug mit Special Matchmaking Stufe 8. Da kommt er rein, da ist er drin. 75 mm Kanone, 150 Durchschlag und 135 Schaden. Wir haben auch EPCR, da hat er 194 Durchschlag. Reicht für 7 und für 8. Absolut aus. So, das Ding ist ziemlich flink. 65 km Höchstgeschwindigkeit und die erreicht er recht flott. Er ist außerdem mit dem Bombentarnwert unterwegs. Und ja. Im Großen und Ganzen ein kleiner Kletteraffe. Ja, da kann er echt nicht meckern. Er kommt da hoch. Gefällt vielen nicht, ich weiß es, dass die da hochklettern können. Aber das ist leider so. Auch eine Grille kommt da hoch zum Beispiel. So, eine Schere da drauf, ein Tarnnetzer da drauf und ich vermute ein Ansetzer. Ja. Auf jeden Fall ein richtig böses Gerät. In den richtigen Händen natürlich. Darf man nicht zu offensiv fahren. Immer zum Zurückziehen. Angriff, feuern, zurückziehen. Normalerweise. Oder man fährt außer der Distanz, so wie der liebe Eastside hier. Das Gegner: Tiger 2, ISO 152, Scorpion G. ISO und Scorpion G löschen uns mit einem Schuss aus. Die ISO ziemlich sicher, der Scorpion G eventuell. Jawohl, Einschlag. Und dann die Nachladezeit. Hammerhart. Starke Sache. So. Hat nicht so extrem viel Munition dabei. Man müsste hier ein bisschen haushalten. HE mitnehmen macht bei dem Ding relativ wenig Sinn. Braucht man wirklich ganz selten. Der ging nicht durch. Frontal. Schade. Zumindest ist die Mauer zerstört. Ne, der ist dahinter. Dann würde ich lieber auf den M4 nochmal warten. Dass der nochmal rauskommt. Okay, keine Ahnung, was er da macht. Ja, komm raus, komm. Trau dich. Tut nur kurz weh. 2:4 steht's. Wir haben erst 134 Schaden auf der Uhr. Kann sich recht schnell ändern. Nicht nur aufgrund der schnellen Nachladezeit. Okay. Da links. Aber da wirst du nicht viel mitbekommen. Da war mal eine lange Zeit im Shop. Da drüben. Der jetzt. Wir haben sie gebreit. Nicht mal angekratzt. ISO 152, die hält ein bisschen was aus. Oh la la. Ja, deutscher Stahl. Deutsche Munition trifft auf deutschen Stahl. Sehr fein. IS-152 ist auch noch irgendwo da. Die lauert. Mit einem Schuss 750. Wenn sie HE schießt, ist das kleine Ding hier weg. Dann habt ihr keine Chance. Da ist sie. Kommst du durch? Der ging voll durch ihre Panzerung. Sehr schön. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, kann man machen. Sehr gut. Gegnerische Ecke zerstört. Abschuss Nummer 2, wir sind bei 698 Schaden. Na, bleibt da oben. Die 28 HDC wird ein bisschen schwieriger. Durch den Turm auf der Seite, sehr gut. Sehr schön. Ein noch. Na, zwei noch. So rum. Schön. 1186 Schaden.
Dritter Abschuss, das war dein zweiter Zehner, wenn ich das. Dein zweiter Achter, wenn ich das gesehen habe. Jawohl, Stritzwagen 74. Gekettet. Das war nicht geplant, schätze ich mal. Zack, von durch die Wanne. Keine Chance. Einmal durch den Turm. Nein, nicht durch den Turm. Und tschüss. Wahnsinn. In einer Wahnsinnsposition. KV3, Vorsicht, der Turm ist recht hart. Kettenrad vorn und an die Seite. Der ging nicht durch. Ja, ist angewinkelt. Selbst mit EPCR keine Chance. Da kommst du durch. Jetzt durch den Turm. Seite durch den Turm. Nee. Ja, Turmseite hast du eine Chance. Turmseite hättest du eine Chance. Da. Der ging nicht durch. Schade. Egal. 1973 Schaden. Wir sind bei 4 Kills. Da kommt der nächste. Su-100Y. Die ist auch böse. Nein, oben in den Turm. Oben in den Turm. Ja, da bist du richtig. Und tschüss. Oh, jetzt ist es mal offen. Dreimal Arti. Das ist schwierig. Deswegen immer in Bewegung bleiben. Die Arti ist raus. Jetzt Beweglichkeit ausnutzen. Neue Feuerposition suchen. Und von dort aus die ISO 152 aufs Korn nehmen. Die wird nicht wollen, dass das Ding verloren geht. 4 Kills sieht schon mal nicht schlecht aus. ISO muss raus. Muss man so sagen, wie es ist. Die ISO muss raus. Danach sind die Arti nicht mehr ganz so schlimm. Das Ding hat schon so eine gute Sichtweite. Und flott ist der. Das ist der Wahnsinn, wie flott der ist. 16 Schuss haben wir noch. Schön die Position verlegt. Wir sind bei 2106 Schaden. Da drüben ist sie. ISO 152. Einmal. Abgeprallt. Schade. Nee. Das muss wehtun. Die fährt tatsächlich bis durch, verstehe ich nicht. Wirkungstreffer! Der ging einen noch. Voll durch ihre Panzerung. Und raus. Sehr schön. So, bleiben noch drei Artis. Was haben wir denn für welche? S51, Su-14-1 Hummel. One-Shot bist du für. Eventuell für die S51, wenn die gut trifft. Nur noch 9 Schuss. Die müssen alle sitzen. Alle 9. Ansonsten war's das. Kannst du nicht gewinnen. Versuchen nichts mehr kaputt zu fahren. Ich werde, wenn ich ehrlich bin, über die Brücke gefahren. Weil man sieht, wenn das Eis bricht von der Arti aus. Also die werde ich mit Sicherheit versuchen. Die werden es mit Sicherheit suchen. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wahnsinn, wie flink der ist. Dafür hat er halt keine Panzerung. Ne? Von dem ist nicht viel zu erwarten. So, Tarnnetz drauf, Schere an. Nix offen. Eines aufgeklärt. Die steht da drüben. Bewegt sie sich schon? Hat sie noch nie mitbekommen? Nummer 1. Nummer 2. Oh, da ging er neben. Das war nicht gut.
Das war nicht gut. Jetzt musste die Hummel mit zwei Schüssen erledigen. Ansonsten fehlt ihr am Ende die Munition. Die Su-14-1 braucht auch mindestens zwei Schuss. Ich denke eher drei. Einschlag. Und gleich wieder abziehen. Jawohl. 500 Schuss mit einem. 500 Schaden mit einem Schuss. Das ist schon ziemlich heftig. Das Ding ist gestunt und fährt trotzdem so ein Manöver. Das ist mega. Mega Teil. Kannst du echt nicht meckern. Aber wenn er wieder im Laden kommt, sehe ich schon die meisten. Oh, den muss ich mir kaufen. Lohnt sich wirklich nur, wenn man mit dem Ding wirklich umgehen kann, Leute. Das ist ein flinker kleiner Bastard. Kann Spaß machen, aber man muss ihn echt fahren können. Das Ding ist weich wie Butter. Ups, eine steht im Cap. Das wird die Hummel sein. Das müssen wir jetzt erstmal. Ne, die steht zu zweit da drin. Okay. Klar, warum nicht? Macht auf jeden Fall Sinn. Von der richtigen Position. Aus. Wenn die sich da hinten versteckt. Das gibt's doch nicht. Die stehen noch nicht mal hinterm Stein. Das gibt's doch nicht. Nee, es hat nicht gereicht. So, zwei Schuss hast du noch. Die müssen alle beide sitzen. Die stehen mit Sicherheit hinterm Stein. Die stehen auch nicht hinterm Stein. Was ist denn los mit den Leuten? Einen noch. Das war's. Munition ist alle. So ein Mist. Es hilft nichts weiter, jetzt musst du den rammen. Munition nachkaufen ist nicht. Das war der ein oder andere Schuss, der da in die Binsen ging. Zum Beispiel der von am Anfang. Bereit zu feuern. Bringt nichts, bereit zu feuern. Wenn du das schaffst, dann bist du der Held. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wenn du das schaffst, bist du echt der Held. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, das ist ja der Wahnsinn. 8 Abschüsse, Leute. Das war eine richtig geile Runde, Freunde. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Wir verlassen das Ganze mal. Was für eine geile Runde. Ab 8 Abschüsse. So, was haben wir hier? Ein M. Das hast du dir echt redlich verdient. Schläger. Duelland. Wahnsinn. Top Gun. High Caliber. Verteidiger. Dimitrus Medaille. Und eine Radley Walters. Was für eine hammergeile Runde. Mit dem E25 durch Rammen gewinnen. Das muss man erstmal auf die Reihe kriegen, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn. Eastside 75. Starke Runde. Kann man echt nicht meckern. Am Ende Minus gemacht, weil wir so viel APCA verschossen haben. Den einen oder anderen hätten wir vielleicht nicht irgendwo hinschicken sollen, sondern ein bisschen kontrollierter schießen. Aber hat noch super funktioniert. Wenn euch das gefallen hat, Leute, und ihr wollt, dass der EastZ 75 die Replay Challenge Kalenderwoche 45 gewinnt, dann bitte lasst ein Like da. Klickt fleißig drauf, vielleicht auf Facebook teilen. Und eventuell würde ich mich auch über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns irgendwann wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut. Ciao.